Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Wer aber mir und dem Fluss folgt, wird unerhörten Reichtum erlangen. Wer aber desertiert, werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wurde verlacht, bekam furchtbare Anfälle und tobte und schrie und kam aber hier am Drehort an als verhöhnter, als verkannter Jesus. Und in dieser Rolle war er voll aufgegangen und lebte in der weiter. Es war oft sehr schwer, mit ihm zu reden, weil er einem wie Jesus dann geantwortet hat. Tut Gutes allen. Liebet eure Feinde und gebt, ohne etwas zurückzuerhoffen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Was seht ihr da? Den Splitter im Auge eures Bruders? Und den Balken in euren Augen seht ihr nicht. Oder wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lasst mich den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und in eurem Auge ist ein Balken. Ihr Heuchler. Zuerst entferne den Balken aus deinem Auge und dann sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge ziehst. I'm made for it, okay? Everybody in the world agrees with it, okay? Everybody who wants me, and there are a lot of people want me. So this has nothing to do with myself, it's just facts, okay? Ich glaube überhaupt, dass die Tobsuchtsanfälle von Kinski zum Teil auch aus seinem egozentrischen Charakter erklärbar waren. Egozentrisch ist wahrscheinlich gar nicht das richtige Wort, er war richtiggehend egomanisch. Das fiel sehr schlimm ins Gewicht bei sehr gravierenden Zwischenfällen, weil auf einmal war er dann nicht mehr das Zentrum. Er war nicht mehr wichtig. Es gab zum Beispiel einen Zwischenfall, wo einer der Waldarbeiter beim Bäumefällen von einer Schlange gebissen wurde. Das kam nur ein einziges Mal vor in 3 Jahren mit Hunderten von Leuten im Wald. Die arbeiten ja immer barfuß. Der war mit einer Motorsäge, alle Schlangen fliehen natürlich vor dem Geruch des Benzins und den Lärm, den das verursacht. Und plötzlich merkt er, zweimal beißt ihn eine Schlange, und zwar eine Tschutschuppe. Das ist die gefährlichste Schlange von allen. Normalerweise dauert es nur ganz wenige Minuten, dann setzt Herzstillstand ein und Atemstillstand. Und der ließ die Säge fallen, die ging aus und überlegte 5 Sekunden lang. Und dann glaubte er seine Säge wieder auf, warf sie an, so ähnlich wie man einen Außenbordmotor anwirft, und schnitt sich seinen Fuß ab. Und das hat ihn gerettet, weil unser Camp nämlich 20 Minuten weg entfernt war, wo der Arzt mit Serum gewesen wäre. Kinski, als das passierte und er überhaupt nur noch eine äußerste Randfigur war, ich wusste das schon, fing zu toben an, wegen irgendeiner Nichtigkeit. I don't think he respected any film director.
But I hate them. I just hate them. I hate them physically. I'm allergic, you know. I love horses. I like this, love the sky, the ocean, whatever. I hate them, you know. I hate them because they're pretentious. Somebody brought up, you know, how would you act if a director told you how to die? And he exploded. I did. Were you already dead? Okay, then get that first and come back and tell me if you know it, you know? It's a shit. You know, and I was like, huh, that makes sense. It is weird at rage. There was logic there. But so there is a hint of respect for his craft. Don't tell me how to do it. But he turned it into, it's impossible for you to tell me how to do it because you haven't transcended. And the extreme love that of a lot of people who says, I respect the director, I listen to him. To what? What, do you want to teach me to breathe or what? I'm not blind, I don't need a dog to cross the street. What the fuck does all this mean? He would terrorize people and work himself up into this energy that he needed, or he thought he needed, to bring the character to life. Ich bin der große Verräter. Es darf keinen größeren geben. Wer auch nur wagt, ganz davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile zerstückelt. Und auf ihm wird dann so lange herumgetrampelt, bis man die Wände mit ihm streichen kann. Wer auch nur ein Korn Mais zu viel isst und einen Tropfen Wasser zu viel trinkt, der wird dafür eingesperrt für 155 Jahre. Wenn ich agiere will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen herunter. Dass, wenn ein Preis gegeben wird, müsst ihr ihn beide bekommen. Oder er ihn natürlich auch. Und da hat er gesagt, ach, was kümmert mich dieses Geschmeiß? Und was muss ich an den Preis bekommen? Ich weiß, ich bin genial. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir?